Liebe Freunde, Bürger, Römer, der verschiedenen Elfenbeintürme und ihr Angeschlossenen in den angeschlossenen, verschlossenen und zugeschlossenen Anstalten, ihr Otto Normalos und ihr als besorgte Bürger verschriene. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen weit gegangen. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem eine Grenze überschritten wurde, ganz klar. Wir haben ja schon seit Jahren, also seit 2015, haben wir ja einen ziemlichen Bruch in der Biografie dieses Landes. Seitdem sind viele Flüchtlinge gekommen, da unter diesem Begriff subsumiert. Viele Einwanderer, viele auch illegal, viele eben auch aus Nichtkriegsgebieten, viele eben auch, die einfach hier ihr Glück gesucht haben, teilweise aber auch einfach nur einen Tummelplatz, Rummelplatz zum Austoben. Ja, mit diesen Leuten haben wir zu tun, die teilweise dann auch nicht alle. Refugees welcome! Refugees welcome! Wir brauchen mehr Flüchtlinge in Deutschland! 50 Millionen mehr Flüchtlinge! Das sichert unsere Rente! Das gibt uns Arbeit und Brot! Und gibt uns Sicherheit! Ich weiß, aber leider eine nicht mehr zu ignorierende Zahl von sogenannten Einzelfällen sind immer gerne relativiert, bagatellisiert. Einzelfälle, ja, solche beginnen auch Verbrechen. Ja, kann sein, ist aber hier nicht das Thema. Denn das Problem ist das Problem mit diesen Leuten. Und das Problem muss angegangen werden. So. Abgesehen also davon, dass wir eine zunehmende Anzahl an Messermorden, Vergewaltigungen gegenüber Deutschen, also zu Ungunsten, zu Lasten, zum Nachteil, wie man so schön sagt, deutscher Mädchen, Frauen, Rentner, Rentnerinnen, alles schon vorgekommen. Gelegentlich trifft es auch Männer, die eher so, nicht unbedingt so Alpha, sondern mehr so Beta sind. Beta-Männchen ist ja kein Problem. Das war ja bis vor einiger Zeit auch kein Problem. Aber wir haben halt Leute aus einem Teil der Welt hier hingelassen, aus überwiegend radikal-islamischen Ländern, die halt ein großes Problem darstellen mittlerweile. Nicht alle, aber genug. Wenn wir das Problem angehen wollen, dürfen wir auch von diesem Nicht-alle-Bullshit, dann müssen wir davon auch ein bisschen weit abrücken. Und liebe Linke, Freunde, wenn ihr weiterhin diese Strohmänner aufbauen wollt, Strohmänner sind ja diese Verallgemeinerungen, so nach dem Motto, ihr sagt, die müssen alle abgeschoben werden, ihr sagt, die sind alle kriminell. Nein, das hat keiner gesagt. Das hat auch keiner von der AfD gesagt. Wo wir schon beim Thema AfD sind. Es gibt Dinge, die gehen einfach zu weit. Und darüber sollten wir uns in einer Gesellschaft gänzlich klar sein. Es gibt ethisch und moralisch gesehen Dinge, die einfach nicht angehen. Da wäre der Bombenanschlag auf eine AfD-Zentrale. Und da wäre jetzt ein feiger, unheimlich ekelerregender Akt der Barbarei und der schonungslos brutalen, rohen Gewalt auf einen AfD-Politiker, der, wie ich gehört habe, schon wieder ansprechbar sein soll. Er ist im Krankenhaus schwerst verletzt. Also er wurde mit einem Kantholz attackiert, offensichtlich von mehreren politisch eher entgegenstehenden, also man muss davon ausgehen, von linken Antifa-Leuten oder sowas. Ist auf dem Weg der Besserung, zum Glück. Und es ist nicht akzeptabel, was hier läuft. Und wenn dann Leute wie Cem Özdemir von den Grünen und andere von den Linken, von der Linken zum Beispiel, dann solche Sachen schreiben wie, Gewalt ist nicht okay, auch nicht gegen die AfD, dann frage ich mich, Moment mal, müsste es nicht vollkommen klar sein, warum muss überhaupt daran erinnert werden, dass Gewalt generell nicht okay ist? Es sei denn natürlich in Notwehr. Es sei denn, man wehrt sich gegen jemanden, der einen eventuell
sonst das Leben beendet durch seine Tat. Wenn einen jemand angreift, dann sollte man sich schonen. Dann sollte man schon gewalttätig sein dürfen, dann sollte man sich wehren dürfen. Das ist vollkommen legitim, ja? Denn es hat ja jeder ein Recht auf Leben und auf Unversehrtheit. Und dementsprechend muss man sich, wenn niemand anders da ist, der das übernimmt, beispielsweise die Polizei, muss man sich dann eben selbst verteidigen können. Das ist vollkommen legitim. Aber sie haben diesen Kerl mit einem Kantholz angegriffen und ihn fast totgeschlagen. Und dann schreibt Cem Özdemir weiter dazu, man kann Hass nicht mit Hass begegnen. Das unterstellt natürlich, impliziert, dass die AfD angeblich dann Hass erfüllt ist, was überhaupt nicht der Fall ist. Es ist eine legitime, demokratisch wählbare, demokratisch legitimierte Partei. Sie ist konservativ, sie hat teilweise natürlich gewisse Leute auch, die da ein bisschen umstrittener sind und die vielleicht auch ein bisschen zu nah vielleicht auf der rechten Seite sind. Aber dennoch, nichtsdestoweniger gibt es keinerlei Rechtfertigung dafür. Und dann so zu tun, als würde man, also so nach dem Motto, indirekt und insgeheim, so nach dem Motto, ja, das ist ja selber schuld, weil sie ja hasserfüllt sind. Und dass dann mit Hass reagiert wird auf sie, das ist natürlich kein Wunder. Das sollte natürlich nicht so sein, aber es ist kein Wunder. Wirklich, liebe Leute, liebe Politiker, lieber Herr Özdemir, liebe Arschgeigen von der Linken, die unwählbarste Partei überhaupt, die SED-Nachfolger, Mauerschützen-Nachfolgerpartei. Wisst ihr, wenn ihr kein wirkliches Mitleid empfindet und wenn ihr euch insgeheim darüber freut, dann verfickt nochmal, verzichtet auf die scheiß Beileidsbekundungen und tut nicht so, heuchelt nicht so. Als ob ihr noch irgendeine menschliche Regung wie Mitleid empfindet. Es ist ekelerregend. Und diese Relativierungen dann noch dabei, ja, so nach dem Motto, oh, aber es ist ja Hass, wir dürfen Hass nicht mit Hass begegnen. Lasst das weg. Versucht wenigstens einmal das bisschen Anstand aufzubringen. Wenigstens so zu heucheln, eure Anteilnahme wenigstens so zu heucheln, dass man sie euch abnehmen kann. Und da ist nichts mit Relativieren, da ist nichts mit, ja, aber die sind ja auch eine hasserfüllte Partei oder ja, die sind ja auch rechts oder ja, die sind ja auch vielleicht völkisch-nationalistisch und dieser ganze Scheiß, was übrigens überhaupt nicht stimmt, aber wenn man sich mal näher damit befasst, mit denen, die sind eben nicht völkisch und nationalistisch, jedenfalls nicht die meisten von ihnen. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmefälle. Ja. Und liebe Politiker von Links und Grün und SPD, CDU und FDP, also Politiker der Altparteien, der alteingesessenen Parteien. Überlegt euch mal, stellt euch mal Folgendes vor. Stellt euch mal vor. Wie illegitim diese Tat ist, wenn das hätte einen von euch getroffen. Irgendeinen von der Linken. Na, sagen wir jemand Prominentes. Sagen wir Gregor Gysi. Was? What the fuck? Von Die Linke, ehemals BDS. Ja? Der da auch Stasi-mäßig und beziehungsweise DDR-mäßig noch einigen Dreck am Stecken hat. Man stellt sich vor, der hätte einen auf die Oma gekriegt. Und dann würden AfD-Politiker derartiges twittern, wie Cem Özdemir das gemacht hat. Und würden sagen, ja, naja, ne, ist ja kein Wunder. Die sind hasserfüllt, die Linke ist hasserfüllt. Nur eben in die andere Richtung. Und das stimmt ja auch tatsächlich. Die Linke ist hasserfüllt, also muss man sich nicht wundern. So im Sinne von, oh, wir dürfen jetzt diesem Hass der Linken nicht mit Hass begegnen. Und man stelle sich mal vor, da würde dann derartig relativiert. Und ich weiß genau, wenn das vorfallen würde, würdet ihr euren Kampf gegen rechts derartig intensivieren. Diesen albernen Kampf, der mittlerweile gegen alles steht, was, ich zitiere jetzt mal von jemandem, was rechts von Stalin ist. Also praktisch alle, die nicht so sind wie in der Linken, bei den Grünen. Alle, die irgendwie was gegen Merkel haben, gegen ihre Politik. Und zwar berechtigtermaßen. Ja, sind ja alle automatisch jetzt Nazis. Man stelle sich mal vor, wie ihr diesen Kampf gegen rechts intensivieren würdet, wenn es einen der euren getroffen hätte. Was ich auf keinen Fall wünsche. Das weder wünsche ich das, noch fordere ich dazu auf, noch irgendetwas in dieser Richtung. Aber denkt da mal drüber nach. Ist mal aufgeschrieben. Ist jetzt nicht unbedingt... Ich wollte es erst reimen, dann habe ich es gelassen. Wenn ihr schon Mitleid heuchelt, dann tut es wenigstens korrekt. Gebt euch Mühe, ihr Mördergrubenherzigen. Also die haben ihr Herz zu einer Mördergrube gemacht. Schränkt, grenzt nicht rhetorisch ein, wenn ihr in Wahrheit euch freut. Gesteht euch ruhig ein Schwein zu sein. Wenn es den politischen Gegner trifft, der angeblich hasserfüllt ist, ist euch das doch ein Fest, weshalb ihr euch versteckt. Hinter fadenscheinigen, scheinsubtilen Floskeln, ihr Feiglinge. Ihr begrüßt doch die Gewalt in ihrer Antifa-Gestalt. Denn distanzieren tut ihr euch nicht von diesen irren, kranken Schlägern, diesen Hohlhirnträgern. Ihr prustet ihnen insgeheim zu.
sie erledigen die Drecksarbeit für euch. Deshalb nennt ihr es erschüttert, ne? Wie ihr gewissenlosen Kreaturen, ihr ekelerregenden Kotzreiz zündeten amoralisch nun mal seid, entmenschlicht von euch selbst durch eure entgrenzten Emotionen, die nicht selten in Hysterie kulminieren. Hass darf nicht mit Hass beantwortet werden. Womit ihr indirekt impliziert, eure Gegner hätten verdient, was ihnen an Gewalt geschieht. Gegen ihren Leid, bisher beinahe ihr Leben. Bisher ist es ja beinahe, er wäre ja fast gestorben, der Herr. Er ist ja zum Glück nicht tot. Und das ist übrigens nur dem beherzten Eingreifen eines, wie ich gehört habe, Bauarbeiters, Handwerkers, irgendwas in der Art. Irgendjemand Tapferes hat sich da, Vernünftiges und Anständiges hat sich mal dazwischen geworfen. Sehr menschlich übrigens. Das ist echt grauenhaft. Hier wurde wirklich eine Grenze überschritten, das Maximale. Tut nicht so, erzählt nicht Mist wie diesen. Gewalt ist auch gegen die AfD nicht okay. Denn es sollte euch euer defekter moralischer Kompass sagen. Gewalt ist nie legitim, gegen niemanden, ohne Ausnahme. Ohne dass man aufmerksam machen muss, mithilfe dieses Wörtchens auch. Wenn ihr keinen Satz aus euren Runkelrüben, aus euren ideologisch verseuchten Nanogehirnen leiern könnt, der nicht strotzt vor linken Relativierungen, Counter-Accusations an die Gegenseite, ein süffisant grienendes Silberschuld, dann lasst es verdammt nochmal sein. Ohnehin müssen wir Otto Normal Bürger, die gerne als besorgte Bürger belächelt, inzwischen ganz andere Dinge von euch erwarten. Ihr sollt verflucht nochmal handeln. Es wurde eine Grenze erreicht. Bis hierher und nicht weiter! Ich möchte sogar sagen, es wurde eine Grenze überschritten, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Wenn ein AfD-Politiker halb totgeschlagen wird, muss etwas gegen die linksextremistische Antifa-Terror-Scheiße getan werden. Stellt euch zur Abwechslung mal vor, wie es gewesen wäre, wenn der umgekehrte Fall stattgefunden hätte. Ein, sagen wir, Grüner oder ein Parteimitglied, der von Die Linke wäre, wohl von Neonazis aus dem weiteren Umfeld der NPD, denn das sind ja die absolut, also das sind die richtigen Nazis, die NPD, fast totgeprügelt worden. Man stellt sich das mal vor. Würdet ihr dann auch relativieren? Nein, oder? Ihr würdet ausrasten, den albernen Kampf gegen rechts, der inzwischen absurderweise alle Oppositionellen einschließt. Zitierend fein, alles rechts von Stalin massiv intensivieren. Es gäbe Mahnwachen, Bupre-Ansprachen, also Bundespräsident-Ansprachen, Krisensitzungen im Bundestag, Werbekampf plus Brennpunktsendungen im Fernsehen. 80 Millionen, da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, Talkshows nur zu dem Thema für die nächsten 26 Wochen. Dazu willkürliche Razzien bei mutmaßlichen Unterstützung aus der rechten Szene. Zu guter Letzt die Stasi-esken modernen Zensurmaßnahmen der willigen Helferlein, sprich der Sozi-Netzwerke, wo auf Facebook, Twitter, Insta, YouTube in einer virtuellen Säuberungsaktion stalinistischer Couleur konservativ kritische Journalisten, Blogger, Vlogger und anderweitige Berichterstatter und selbstverständlich auch Privatpersonen gesperrt, gelöscht, blockiert werden würden. Dann gäbe es kostenlose Konzerte. Wir sind mehr plus ähnlicher Dünnschiss. Ihr würdet die Täter, sobald ihr sie habt, in Klammern völlig zu Recht, zur höchstmöglichen Strafe verurteilen, in Klammern lassen. Eher verurteilen lassen, das machen ja die Gerichte, nicht die Politiker. Das ist, ja, da stimme ich auch zu. Also die höchstmögliche Strafe muss es sowieso geben, ja, für diesen Akt der Barbarei. Ja, es war mindestens versuchter Totschlag, sogar versuchter Mord, würde ich sagen. Und das muss so hart geahndet werden, wie es nur geht. Also da muss die maximale Anzahl an Haftstrafenjahren rauskommen bei. So, was in diesem Fall übrigens definitiv passieren sollte, ja, klar, das hatte ich ja eben schon gesagt. Ihr würdet nicht zuletzt trauern, ihr würdet bedauern, da reimt sich's jetzt mal, ach ja, ihr würdet den betroffenen Politiker ein Denkmal bauen und eine Stiftung gründen, die seinen Namen trägt. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Und sich, schwammig definiertes Ziel, wie eben archetypisch für kaum bürgerliche, aber vielmehr linke bis ins Linksextreme tendierende Organisationen im obligaten Kampf gegen rechts, speziell gegen rechte Gewalt einsetzt. Also so eine Stiftung, das würden sie gründen. Das alles tätet ihr, jawohl. Legitim. Nur wird dies hier nicht passieren. Ihr könntet laut schreiend, verzweifelnd Jetzt kommt der Teil mit mir. Ich könnte laut schreien, verzweifelnd, brüllend wie ein Derwisch aus der Haut fahren, wenn ich daran denke, wie insgesamt folgenlos diese Tat bleiben wird. Nein, ich meine nicht die Täter. Die werden ganz gewiss geschnappt und ordnungsgemäß verurteilt werden. Ich bin nur ein wenig irritiert. Irritiert, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Es ist erschreckend bis beängstigend. Und dass einfach achselzuckend so weitergemacht wird wie bisher, als sei nichts gewesen. Und das ist das, was dieses Land sukzessive in den Abgrund führen wird. Und nicht in den rechten Abgrund, nicht irgendwie in einen neuen Nationalsozialismus, Faschismus oder was auch immer. Sondern die Demokratie wird ja jetzt schon ausgehöhlt, sodass wir dann zwar noch ein paar Jahre lang irgendwann wählen
wählen werden können, bis es irgendwann halt abgeschafft wird. Und dann wird eine Art Sozialismus entstehen, so wie es aussieht. Also wir sind ja jetzt schon auf dem besten Weg dahin, Zensurmaßnahmen, praktisch freiwillige Selbstgleichschaltung der Presse hauptsächlich, also der Mainstream-Presse, auch teilweise Lügen, offene Lügen. Und das sind nur Lügen, es sind nur Lügen, das sind nur Lügen, nichts als Lügen. Propaganda, nicht nur im Spiegel, nicht nur von Henry Lotius, sondern auch von ganz anderen finsteren Gestalten bei der Süddeutschen, bei der Zeit, fast überall, bei der Taz sowieso. Ja, die Taz ist linksradikal ohne Ende. Bei Neues Deutschland, das ist ja die ehemalige SED-Parteizeitung in der DDR. Das ist auch interessant, dass die auch noch virtuell zumindest existiert im Netz. Online. Das kommt alles noch dazu. Ne? Dann haben wir ja, Merkel hat dann natürlich auch ihre Macht so zementiert. Also es wirkt schon wie ein bisschen Sozialismus und das wird natürlich mehr werden dann auch. Ne? Auch dann, dass andere Meinungen dämonisiert werden, dass das alles Nazi genannt wird, dass auch Leute eingeschüchtert werden, dass Leute einer gewissen Partei, der AfD in diesem Fall, tatsächlich auch ja, gemobbt, bedroht, dass Sachbeschädigungen an ihren Häusern begangen werden, dass sie jetzt auch, die nächste Stufe ist ja schon erreicht, dass sie jetzt auch bewusst tätlich angegriffen werden von dieser kleinen Ersatz-SA, ja, diese beschissene Antifa-Kackbratzen-Vereinigung da, ja, die offensichtlich dafür verantwortlich ist. Das haben wir jetzt schon alles am Start. Und das wird dann schlimmer. Also es wird erstmal ein Sozialismus daraus. Und irgendwann, infolge der demografischen Entwicklung auch, infolge dessen, dass immer mehr aus radikal-islamischen Ländern dann auch Leute sich hier ansiedeln und dass dann irgendwann wir dann in so einer Minderheit hier sein werden, wir Nicht-Islam-Angehörigen, dann wird auch sicherlich eine langfristige Islamisierung stattfinden, weil dann natürlich, wenn diese Leute in der Mehrheit dann sind, dann werden sich auch islamische Parteien etablieren. Es gibt ja schon eine, die ADD, die Allianz Deutscher Demokraten, ist bisher noch eine Kleinpartei, wird auch kaum gewählt, aber das kann sich noch sehr stark ändern und dann wird das irgendwann sehr, sehr unangenehm. Das ist natürlich eine Sache von 20, 30, 50 Jahren oder so, schwer zu sagen. Weiter so, als sei nichts gewesen. Bloß nicht reden über die Probleme, denn das nützt nur den Rechtspopulisten, wie oft ich diesen beschissenen Satz schon gehört habe. Ich kann es nicht mehr hören. Die zu Einzelfällen bagatellisierten Terrortaten, Moritaten, Rapes der Migranten. Ich hätte dazu schreiben müssen, nicht alle, aber es ist klar. Es sind natürlich nur die gemeint, die es tun. Nicht die paar, die sich wirklich ordentlich integrieren. Aber auch da haben wir leider nicht so große Erfolge, wie uns das die Mainstream-Presse teilweise auch versucht vorzuflunkern. Die Bedrohungen, Sachbeschädigungen, der Hass im Netz, jetzt auch Angriffe auf Menschen von Seiten der Antifa, die Menschenjagd in Amberg, vielleicht hat man davon gehört, Amberg, wo Migranten gegen Deutsche brutal vorgingen, die Fake News rund um die de facto nie stattgefundenen sogenannten Hetzjagden in Chemnitz, die Fantasie, Reportagen eines Klaas Relotius, alles irrelevant für die phlegmatische Regierung, für euch Bundespolitiker der Altparteien, irrelevant für eure Agenda, euer Dogma, zynisch von euch, kommentiert. Moralin und bedeutungsschwanger eure Heuchelei, wenn ihr euren Grüß August Bupré, also wie der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache, reden lasst. Wir sollen doch alle mal miteinander reden. Und ihr damit wieder nur meint, eure arroganten Bessermenschenjünger, Rekruten eurer kriegsartigen Religion, also quasi Religion, politische Religion sollte man sagen, sollten versuchen uns Pösen, Abweichler, Protestanten, Skeptiker etc. von ihrer linken Kock-Ideologie zu überzeugen. Kack mit C-U-C-K. Jeder mögt selbst nachgucken, was das bedeutet. Das ist ein kritischer Begriff gegenüber den SJWs. Ich werde nicht erklären. SJW, einfach mal eingeben, das findet man sofort. Als müssten wir wie billige, bittere, blöde Schafe auf den rechten respektive linken Weg geführt werden. Hauptsache weg von der hässlichen Realität hin zum reinen Gefühl. So, das war's dazu. Ich hoffe, dass der Herr, der das da erleiden musste, der Politiker der AfD, also der Landesvorsitzende der AfD Bremen, Frank Markenitz ist das. Nach Polizeiangaben wurde er von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Der Vorfall habe sich am Montagnachmittag, also vorgestern war es, im Bereich des Theaters am Goetheplatz ereignet, teilte die Polizei Bremen mit. Hier ist noch ein anderer Artikel dazu, was ich jetzt einblick. Berliner Tageszeitung Taz, Gewaltaufruf gegen Regierungskritiker. Unter der Rubrik Ungeahndet. Ja, und da ist ja auch nie was geahndet worden. Da war schon so eine Art indirekter Gewaltaufruf, reichlich subtil, muss man sagen. Aber die Taz hat sich da schon Mühe gegeben. Gut, ich bin fertig. Ich habe 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 fertig. Mit dem Scheiß. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Bis hierher und nicht weiter.